So, hallo YouTube, willkommen zurück in Italien. Ja, wie versprochen, sind wir jetzt dabei und holen unsere Presse ab mit dem Sammelwagen. Und dann ist mir gerade aufgefallen, ich muss ja hier die Presse noch auffüllen mit Garnrollen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Hallenpresse aufklappen, X wäre der, okay. Umschalt K und M, das ist die Knickdeichsel. Ballzähler Y, Haube öffnen. Ah, wunderbar. Dann müssen wir nämlich jetzt mal hier die Garnrollen uns schnappen. Ich habe jetzt mal einfach 6 Stück gekauft auf Verdacht, weil ich habe keine Ahnung, wie viel da reingehen. Und dann gucken wir mal, wie die hier hinten reinflutschen. Oder auch nicht. Was muss ich tun? Objekt fallen lassen, Objekt werfen. Objekt fallen lassen war es nicht. Kann das sein, dass ich die vielleicht einfach nur hier hinstelle und dann mit B aufsammle, wie wenn ich was füllen will? Vermutlich. Upsala, jetzt liegt sie unten drunter, naja. Hier stellen sie mal dahin, dann steigen wir nochmal in den Traktor ein. Und dann gucken wir mal, ob er die denn aufsammelt. Auge schließen. Fülle. Ah, Ballenpresse auffüllen. R. Ah, okay. 6 Stück ist die unterste Reihe. Das heißt, dann kaufen wir uns gerade nochmal 6 Stück. Und. Ach, wieder die falsche Taste, wie immer bei mir. Die Taste wollen wir haben. Ich weiß nicht, ob die Krone-Gunrollen auch funktionieren. Deswegen nehmen wir mal lieber die hier. So. Genau, ups. Dann fahren wir nochmal ein Stück zurück und sammeln die mal auf. Ja, die Presse haben wir ja zusammen gekauft in der letzten Folge. Haben wir ja auch gewählt mit Ackerschienenanbau. Das hat auch funktioniert. So kenne ich das auch noch von früher aus meiner eigenen Kindheit, dass die HD-Ballenpressen an der Ackerschiene angehängt waren und nicht direkt am Traktor. Bringt natürlich mehr Wendigkeit. Oh, da wären sogar noch welche reingegangen. Ah, das wird schicken, denke ich. So, dann schließen wir die Klappe oder wird sogar die Stange weggelegt. Dann hängen wir den Anhänger dahinter. Gucken wir mal, dass wir mit dem Gespann bei uns auf den Hof kommen. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Pressen funktioniert und dem automatischen Sammeln. Ob das denn alles so funktioniert. Das wäre ein wahres Träumchen. Ja, die Map hat schon wieder ein Update bekommen. So, Anhänger ist dran. Gucken wir mal gerade, wie das sich fahrenmäßig jetzt verhält mit dem Hinterherlaufen. Die Presse steht nämlich jetzt da gewaltig rein. Können wir denn den Winkel der Presse noch weiter rein? Ne, können wir nicht. Okay, also die Presse läuft nicht in der Spur vom Anhänger und vom Traktor. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das heißt, das müssen wir jetzt beim Nachhausefahren bedenken. Deswegen machen wir mal die Randale-Leuchte an. Ja, heute Aufnahmetag ist Ostermontag. Draußen schneit. Ob ihr es glaubt oder nicht. Vielleicht ja bei euch auch. Bei uns auf jeden Fall. Es ist alles so, ja, weiß gepudert, als hätten wir Dezember. Also ist schon, das Wetter ist schon wieder sehr seltsam draußen. Heute Morgen direkt nach dem Aufstehen in Discord geguckt und sofort gesehen, oh, die Map hat schon wieder ein Update bekommen. Da wird auch ein neuer Spielstand empfohlen in diesem Update. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, in der Hoffnung, dass mir das nicht irgendwie noch in die Quere kommt, weil eigentlich war in meinen Augen jetzt von der Changelog her nichts, was jetzt unbedingt darauf hinweisen würde, dass ich unbedingt einen neuen Spielstand benötige. Deswegen riskiere ich es jetzt mal so. Sollte es natürlich passieren, dass wir hier doch einen neuen Spielstand anfangen müssen, ja, dann weiß ich ehrlicherweise auch noch nicht genau, wie wir das regeln, weil mit Seasons und dann wieder neuen Spielstand und ja, habe ich eigentlich wenig bis gar keine Lust drauf, um ehrlich zu sein.
Ich habe auch keine Lust, jetzt die ganze Zeit zu gucken, dass wir nirgendwo gegenfahren. Deswegen werden wir jetzt hier unten auf dem Feldweg abbiegen und werden über Feldweg zu uns zurückfahren. Ja, hier kann uns nämlich weniger passieren. Ja, fahren wir zurück zum Hof und dann fangen wir an mit Pressen. Mittlerweile habe ich gesehen, dass auch einige größere LS-YouTuber und Twitcher und Streamer und wie auch immer sie alle heißen, zum großen Teil auch auf diese Map gegangen sind oder als weiteres Projekt oder Projektablösung diese Map machen. Da sieht man doch mal, wie gut die ankommt, obwohl es ja eigentlich, wenn man so will, halt nur eine schöne Map mit Vanilla-Funktionen ist, ohne irgendwelche Produktionen etc. etc. ist das halt allein vom gestalterischen her ein Problem. Sie hat hier und da kleine Fehler, aber die werden sehr, sehr, sehr schnell ausgemerzt. Sehr schnell kommen Updates, Bugfixes. Also wenn man überlegt, dass sie gerade mal eine Woche draußen ist und schon das vierte Update jetzt gekommen ist, so dass keiner Probleme beim Spielen hat, das ist schon beachtlich. Also da muss man bei anderen schon wesentlich länger warten, bis es da mal so ist, dass die Map spielbar ist von allein. Oder was heißt spielbar ist, ist auch falsch ausgedrückt. Naja, ab und zu muss man überlegen, was man sagt. Also nicht jeder ist so schnell beim Update. Sagen wir es einfach so. Ist recht eng, aber es funktioniert, obwohl die Presse mich stark hindert. Ich habe es gesagt und bleibt dann mit dem Anhänger am Zaun hängen. Auch toll. Ich wollte gerade sagen, obwohl die Presse nicht parallel hinterherläuft. Die müsste noch ein bisschen kleines weiter ein Stück weiter einschwenken, die Deichsel. Ich bin auch gerade nicht sicher, ob das nicht in der Realität sogar so war, dass sie eigentlich noch weiter reingeschwenkt ist. Naja. So, dann fahren wir hier mal über die Bahn drüber. Über die Bahn und dann gucken, hoffentlich kommen wir hier drüber. Ja, das geht. Dann fahren wir auch hier direkt aufs Feld. Und ziehen hier unten direkt die zweite Bahn, beziehungsweise... So, dann gehen wir mal an die Außenansicht. Wir wollen ja sehen, was hier passiert. Ihr seid ja wahrscheinlich genauso neugierig wie ich. Umschalt K und M kann ich den Winkel der Presse verstellen. Das heißt, so läuft sie jetzt, dass ich neben einem Schwan fahren kann. Dann mit X klappe ich das Ding aus. Ah, da verlängert sich auch die Anhängerkupplung nochmal nach hinten. Und dann muss ich ja wahrscheinlich auch den Anhänger noch irgendwie aktivieren, nehme ich an. Mal gerade gucken. Arbeitsmodus anschalten. So, dann gehen wir mal zurück auf die Presse, schalten diese an, senken die Pickup, ist das auch animiert? Ja. Ja, warum wir jetzt diese Presse genommen haben, das wisst ihr, das habt ihr gesehen. Oh, jetzt hat er aber ganz schön Schluck hier beim Anziehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Aber der Traktor hat auf jeden Fall ganz schön zu arbeiten hier mit der kleinen Presse und dem Anhänger. Und das so in der Realität ist, dass wir hier mit 5 km/h fahren, das kommt mir arg wenig vor. Also da kommen die ersten Ballen hoch auf der Ballenrutsche. Und dann müssen wir gleich halt sehen, ob der Anhänger die dann automatisch abholt. So soll es ja eigentlich sein. Nein, nimmt er nicht. Warum nimmt er die nicht automatisch ab? F1-Menü. Ausschalten. Ladepunkt. Achso, wir haben jetzt die... Haben wir jetzt die andere genommen? Die ist das, die C, gell? Und dann U. Ah, okay, dann also man muss die passende Presse auswählen, weil es die Presse ja in zwei Versionen gibt. Ja, und dann funktioniert es. Wie ihr seht, stapelt er jetzt die Ballen automatisch auf diesen Anhänger. Drei in der Mitte, dann quer. Ja,
So hatte ich mir das aber vorgestellt, weil so kommen wir dahin, dass wir die halt nicht nochmal rundfahren müssen. Wir müssen die ganze Dose bald aufsammeln, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt schneller fahren könnten, wenn wir nur die Presse dran hätten. Weil das ist jetzt das, was mich gerade ein bisschen wundert, dass wir hier doch sehr langsam unterwegs sind. Weil was bremst denn jetzt so? Hängt die Pickup zu tief von der Presse oder? Naja, wir werden mal weiterfahren, dann gucken wir mal, wie viele Ballen auf den Anhänger denn wohl draufgehen werden. Aber so ist das, denke ich, hier der Map von dem Anfang, den wir hier machen. Ja, geschuldet nicht, sondern ja, das spiegelt eigentlich das wieder, was wir spielen. Wir fangen klein an, wir machen HD-Ballen zum Anfang. Die Lilly hat auch eine schönen Sound, finde ich. Also ich kann mich aus meiner eigenen Jugend noch an dieses Sound erinnern von der Presse, dieses Stopfgeräusch. Das ist fast wie früher. Man kommt sich fast vor wie im Urlaub. Oder nein, im Urlaub nicht. Fast vor wie in Kindheitserinnerung, so muss ich sagen. Ja, das funktioniert wunderbar. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viele Ballen auf diesen Anhänger überhaupt drauf gehen. Da müssen wir uns vielleicht mal überraschen lassen. Oder ob wir denn wenigstens ein paar Euros dafür bekommen, dass wir jetzt den ganzen Aufwand, die ganze Arbeit hier machen. Gunrollen verbrauchen sich anscheinend auch nach Rolle, das heißt, wir haben jetzt keinerlei Übersicht, wie weit wir noch kommen mit den 12 Rollen. Aber da werden wir hoffentlich ein bisschen mit zurechtkommen. Fahren wir jetzt hier oben die Spur. Ja, die äußere Spur müssen wir auf jeden Fall andersrum fahren, weil sonst fahren wir überall durchs Gebüsch. Etc. 41 Ballen haben wir schon gepresst von den Kleinen. Da geht jetzt immer was? 400 Liter? Ne, noch nicht mal. 300 Liter rein, so wie das aussieht. Also wirklich nicht viel. Hier ein riesen Strohberg. Mal gucken, ob die Presse das verarbeiten kriegt. So. Aber dann wird der Traktor langsamer. Also es scheint nicht so, dass die Presse auch animiert, wie viel sie zu arbeiten hat. Habe ich zumindest gerade das Gefühl. Das ist hier wie, das ist wie früher auf dem Traktor. Nach vorne und nach hinten gucken, nach vorne und nach hinten. Früher haben wir halt hinten auf dem Anhänger gestanden mit der Mistgabel und haben dann die Ballen aufgesetzt. Und wenn man da nicht schnell genug war, dann kann ich euch sagen, dann ist es aber irgendwann stressig geworden. Jetzt fängt es an zu winken, nicht ernsthaft, oder? Nein! Es fängt an zu regnen bei der Strohbergung. Och nö! Müssen wir bei 10. Ich meine, das dürften jetzt keine Objekte sein. Durch das Autoload werden die Ballen uns hoffentlich jetzt nicht verschwinden. Aber wir könnten jetzt gleich ein Riesenproblem kriegen, dass wir auf Fahrer nicht mehr vorwärts kommen. Oh je. Ja, das kriegen wir auch. 1 km/h noch. Nee. Komischerweise, wenn ich die Sperre reinmache. Da ist Rotsperre außen. Was ist Sperre an und was ist Sperre aus? Vorderachssperre bringt mehr wie hinten. Also ich dachte immer, rot wäre Sperre ein. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, YouTube, ich werde das Feld hier weiter pressen. Entweder sehen wir uns wieder, wenn der erste Anhänger ist und wir ihn zum Verkaufen, der erste Anhänger voll ist und wir ihn zum Verkaufen fahren.
Ich weiß halt nicht, wie viel da drauf geht, wann er dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich genug. Oder wir sehen uns wieder, wenn das Feld fertig zu brennen wird, wird dann die Ballen verkaufen. Auf jeden Fall sehen wir uns in Kürze wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da oder schreibt einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr auch gerne ein Däumchen nach unten da lassen. Dann schlagt euch bitte auf jeden Fall einen Kommentar, ob ihr sowas hattet, damit ich mich entsprechend verbessern kann. Und besucht mich auch gerne live auf Twitch. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Das setzen wir gerade noch hier an. Bei mir auf dem Kanal. Lasst also gerne ein Abo da. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.